Ja, hallo und herzlich willkommen zu Zock mal wieder. Ich bin der Tomaniac und heute zeige ich euch mal Super Stardust 96 für MS-DOS und Windows 95. Ich habe das Ding unter Windows 7 mit der DOS-Box ans Laufen gekriegt und das Ganze verspricht nicht weniger als 30 actionreiche Level. Und zwar ist das eine Asteroids-Variante, bei der man verschiedene Gebiete eben von Asteroiden freiräumen muss. Weiter steht ja auf der CD-Hülle noch Tunnel-Warp-Sequenzen. Und zwar ist es so, wenn man eine Welt, die besteht jeweils aus 6 Abschnitten, schafft, dann gibt es eine Sequenz, wo man durch einen Tunnel fliegt und verschiedenen Objekten ausweichen und andere einsammeln muss. Und diese Tunnel verbinden eben diese Welten untereinander. 3D-Grafiken mit Leucht- und Transparenzeffekten, große Ausrüstungsauswahl. Man kann also nachher auch verschiedene Waffensysteme noch kriegen. Anspruchsvolle Gegner, gerenderte Intro-Sequenz und dynamische Animation im Spiel. Auch da zeige ich euch gleich mal das Intro. 22 heiße Techno-Tracks, die CD selber ließe sich auch im CD-Spieler abspielen und dann kann man die auch einzeln hören. Allerdings, leider sind diese Tracks extrem bescheiden abgemischt, ziemlich übersteuert in den Bässen. Das werdet ihr gleich auch noch zu hören kriegen. Das kann ich mit keiner Macht der Welt irgendwie korrigieren. Ich habe erst gedacht, es liegt an der DOS-Box. Als ich die Tracks dann aber einzeln abgespielt habe, habe ich gemerkt, ja, da kannst du einstellen, so viele willst. Der Scheiß knarzt im CD-Spieler ganz genauso. Ja, super Spielspaß haben wir hier als letzten Punkt und das ist in der Tat so, es macht wirklich Laune und Sound- und Videoeinstellungen habe ich hier eigentlich soweit schon vorgenommen und ich gehe mal hier weiter im Menü und lass mal dieses Render-Video laufen. Professor Schaumund, das ist der Oberbösewicht, der dann am Ende des Ganzen wohl auch wartet. Drückt leider mal auf den Knopf und da geht die Erde hops. Frag mich nicht warum, ich bin kein Fan von Handbücher lesen, ich hab's jetzt einfach mal so. Ja, ich weiß auch nicht genau, worum es geht. Das Wichtigste ist aber, räumt die Minenfelder auf. Mit dem Teil da. Ich muss sagen, es ist wirklich eine ganz schicke gemachte Render-Sequenz. Macht schon Stimmung. Yeah. Unsere tolle Waffe. Press Fire to Start, da haben wir Startmenü oder den Hauptbildschirm und hier können wir noch ein paar Dinge einstellen. Autofeuer lasse ich mal auf an. Ich habe vorhin versucht, mein Gamepad hier ans Laufen zu kriegen, aber das funktioniert leider nicht wirklich, weil wenn ich den im Game aktiviert habe, dann rotiert mein Raumschiff wie wild rum und ich kann da nicht gegensteuern, deswegen zocke ich das Ganze mit Tastatur, weil da habe ich es komischerweise nicht. Leben. Ja, nehmen wir doch mal 5, das ist das Maximum. Hier die Fine Keys, da werde ich mir die Taste mal ein bisschen anders einstellen. Pfeiltaste hoch, gibt Schub. Nach links drehe ich mich gegen den Uhrzeigersinn und nach rechts im Uhrzeiger. Mit der Kontrolltaste feuere ich und Shield lege ich mir mal auf die Taste daneben. Mit dem. Auf Alt werde ich jetzt mal die
Waffenwechseltaste legen und so wird's losgehen. Advanced Options, was hatten wir da noch? Ah ja, da können wir die Grafikqualität und das Detaillevel einstellen. Friction bedeutet hier, wenn ich Schub gebe und habe eine massive Friction, dann stoppe ich praktisch fast direkt, nachdem ich die Taste wieder losgelassen habe. Und wenn die auf ganz low ist, dann brauche ich sie nur einmal antippen und rauscht dann irgendwie gefühlt stundenlang durch den Bildschirm. Ich lasse es mal auf normal. Jo. Und wir starten. Wir warten nicht, wir starten. Was immer auch geschieht. Durch Wind und Wetter klingt das Fliegerlied. Naja, Wind und Wetter hat es ja in Space Not. Okay, los geht's. Und immer schön Extras einsammeln. Unten rechts die Anzeige. E ist meine Energie. Schild ist da drunter. Und zwar, wenn ich jetzt die Schildtaste aktiviere, dann verbraucht sich der Schild, da hat man es gerade unten kurz gesehen. Deswegen sollte man diese Taste weise einsetzen. Wenn der Schild nämlich verbraucht ist, dann geht es direkt an meine Energie. Dann halte ich vielleicht noch maximal einen Treffer aus und dann ist Sense. Ja, und unter der Punktzahl oben links habe ich die Anzahl der Leben, die mir zur Verfügung stehen. Oben rechts, die Zeit läuft rückwärts. Wenn ich es nicht schaffe, in den verbleibenden 30 Sekunden alles abzuknallen, dann wird's haarig, weil dann schickt unser Professor Schaumund Schlag mich tot, seine Schergen auf mich. Und das ist dann gleich eine ganze Horde. Und mit denen ist nicht zu spaßen. Kann gut sein, dass wir das gleich noch zu sehen kriegen, weil mitunter habe ich dann auch schon mal zu lange gebraucht. Ja. Spielt sich jetzt ziemlich flüssig mit der DOS-Box. Ich muss sagen, vor vielen Jahren habe ich dieses Game ergattern können. Hier auf der CD-Hülle ist noch ein 5D-Mark-Stück abgebildet. Also es hat schon ein gewisses Alter. Und ja, auch damals hat der Sound schon im CD-Spieler geknarzt. Ich muss sagen, ich spiele das jetzt seit, ja, bestimmt auch, wann kam das raus? Mindestens 15 Jahren spiele ich das jetzt zum ersten Mal wieder. Also gut, ich habe es vorhin mal ein bisschen angezockt, um nochmal wieder reinzukommen, aber heute halt das erste Mal wieder seit x Jahren. Und es ließ sich erstaunlich gut über die DOS-Box installieren. Ich bin überrascht. Ich musste halt eingangs die CPU-Zyklen erhöhen und weil sonst war das dann doch eine Dia-Show. Aber jetzt läuft es wirklich super flüssig. Und ich bin nicht traurig über die Autofeuerfunktion. Ja, Hausmarke Games hat das Ding rausgebracht. Die haben noch ein zweites Spiel rausgebracht. Namens The Reap. Das habe ich auch im Original hier, aber ums Verrecken kriege ich es nicht so ans Laufen, dass ich es aufzeichnen kann. Auch das hatte schon ja, gerenderte Objekte. Wir haben es hier vorhin gesehen. Die Asteroiden sind gerenderte 3D-Objekte. Ich muss sagen, das ist wirklich schon eine echt coole Sache. Es könnte natürlich auch sein, dass es irgendwie so Pseudo-3D-Sachen sind, die ja, aber ich tippe schon irgendwie auf gerendert. Autsch. Weil eben im Nachfolger, das ist noch merkwürdig, der Nachfolger The Reap, oder das Nachfolge-Game kam später raus, kam 97 auf den Markt, aber ich krieg's ums Verrecken nicht ans Laufen, wohingegen ich das hier problemlos installiert gekriegt habe. Beziehungsweise ich habe The Reap ans Laufen gekriegt, allerdings nicht unter Windows 7 64-Bit. Ich habe auf meinem Rechner nebendran noch Windows 7 in 32-Bit. Da lief es dann im Kompatibilitätsmodus, da ließ es sich installieren. Und dann habe ich mir die
Oh, verdammt, ich habe vergessen, dass ich das Schild auf der anderen Taste habe. Habe mir dann diese Daten übers Netzwerk rübergeholt auf meinen 64-Bit-Rechner und kriegte das Ding dann halt nur noch im Windows-Modus geöffnet, weil es eigentlich DirectX 5 haben will. Und das kriegst du halt hier nicht mehr ans Laufen. Und ja, mein Aufzeichnungsprogramm hat da erbärmlichst abgekackt. Ich hatte dann also nichts mehr, ne? Kein Bild, gar nichts. Und da musste ich also leider aufgeben, obwohl es eben ein echt cooles Game ist. Ich denke mal, auf YouTube existieren auch Videos zu The Reap, halt in englischer Sprache, aber da kann man sich ein gutes Bild machen, weil es ist wirklich ein cooles Game, ist wirklich nett gemachter Shooter, der aber auch ziemlich hart ist. Und wenn jetzt jemand von euch noch, sagen wir mal, einen extra Windows 95 Rechner aufgesetzt hat, damit er so die alten Games zocken kann, der kriegt es garantiert noch ans Laufen. Jetzt habe ich so viel gequatscht, dass ich hier null aufgepasst habe. Oh, verflixte Kacke. Oh, ich fühle mich wie eine Billardkugel. Ja, noch so ein Ding und das war's. Na, verdammt. So, jetzt Contenance. Das Schild gleichzeitig benutzen und da ist zufällig gerade Energy Waffenpower. Oh ja, und die Herrschaften, jetzt sieht man es hier bei dem Raumschiff leider nur zu kurz. Das Ding war genauso getarnt, also auch diesen Predator Modus gab es dann schon Windows 95 bzw. unter MS-DOS. Das, was auch eben bei Battle Squadron eingebaut worden ist, der Predator-Modus, da waren die Raumschiffe ja dann in einigen Levelabschnitten auch unsichtbar, kurzfristig. Ja, und das gab es hier sogar schon unter MS-DOS. Ich bin erstaunt. Also Hut ab vor der Programmierleistung. So, einen versuche ich noch. Vielleicht halte ich da diesmal ein bisschen länger durch. Einmal geht noch. Ja, auch der Hintergrund ist definitiv ein gerendertes Bild. Von dem her gehe ich mal ganz stark davon aus, dass die Asteroiden auch gerendert sind. So eine Voxel-Geschichte, aber ob man das damals 95 schon, 96 schon hingekriegt hat, programmiertechnisch. Ja, das ging jetzt. Oh, was haben wir denn hier? Das ist jetzt mit Tastatur nicht so einfach zu steuern. Ja, und dann zieht es mich da auch durch die Gegend. It's a start. Okay. Ja, in der Tat. Was soll das sonst gewesen sein? Das Ende? Ja, vielleicht. Ja, man hört zwischendurch dieses fürchterliche Kratzen im Sound. Eigentlich schade. Weil ansonsten finde ich, diese Audio-Tracks passen ganz gut zum Game. Und ja, tragen nochmal so ein bisschen zum Adrenalin, zur Atmosphäre bei. Oh, Ping-Pong. Ja, ja. Irgendwo ging jetzt eine Alarmsirene los im Hintergrund. Das soll wohl heißen, pass mal ein bisschen auf hier. Mendo! Was? B. Smart Bomb. Oh. Alles nehmen, was ich kriegen kann. Schade. Also ein ganz kleines bisschen, habe ich das Gefühl, werden die Extras von meinem Raumschiff angezogen, wenn ich in unmittelbarer Nähe bin. Du könntest es besser machen. Can't say much yet. Ja, ich kann auch noch nicht so viel sagen.
Abschnitt 3 von 6 nicht weiter so ungeschickt da durchfliege, dann werde ich die zweite Welt garantiert nicht zu sehen kriegen. Also ich glaube, vor 10, 15, 16 Schlag mich tot Jahren war ich besser. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich damals die Tunnelsequenz geschafft habe und bis in die nächste Welt gekommen bin. Und in der Tunnelsequenz sieht man nämlich sein Raumschiff von hinten, so aus der Third-Person-Perspektive. Meine ich zumindest. Wer weiß, vielleicht kriege ich es ja hin. Was? Wer bist du denn? Egal, Hauptsache man kann dich töten. Mann, dich, nicht du, mich. Ja, okay. Jetzt nur noch ein so ein blöder Klotz. Nur das mag ich gar nicht, wenn ich irgendwo so außerhalb vom Bild hänge und mich nicht sehe. Ey. So weit, so gut. Okay. Finde ich auch. Ich frag mich, muss ich eigentlich alle Level schaffen? Oder kann ich mich direkt an den höchsten Schwierigkeitsgrad machen? Mal gucken. Oder heißt es am Ende, nee, Freund, du machst erstmal schön alle Levels hier klar, bevor du ins nächste Level darfst. Das kann natürlich auch sein. Aber dann können die anderen Levels ja eigentlich nicht schwerer sein in dem Abschnitt. Oder vielleicht... doch. Ich soll vielleicht auch mal schießen und nicht nur hier dumm in die Welt gucken. Na, ist das ne... Ach. Was ist denn mit dir? Darfst du gefälligst stehen? Komm zurück! Lass mich nicht im Stich! Sicherheit ein fettes Extra drin. Das sah so speziell aus. Toll, jetzt muss ich mich hier mit dem ganzen... Uah. Hier ist mir zu viel los. Also meine Feuerpower ist im Moment ja wohl nicht wirklich aussagekräftig, was? Ja, vor allem die Boni hauen ab, bevor ich sie gerade erreiche. Da lösen die sich auf. Na. Immer! Kann doch nicht wahr sein. Ja, doch, kann doch wahr sein. Scheiße. Muss mal den Arsch aus der Zone rausbewegen. Oh, shit. Power. Schild und Power. Gleich Schildpower. Und... Stirb. Level clear, aber ich habe das Gefühl, ich darf noch nicht weiter. Oder? Nee, verflixt. Ich muss tatsächlich alle Level aufräumen, bevor es ins nächste darf. Das wäre auch zu einfach, oder wie? Eigentlich sollte das hier dann ja nicht wirklich schwerer sein. Hurra! Ich will die Tunnelsequenz. Macht direkt wieder Spaß. Ich stehe auf sowas. So, Asteroids-Varianten und... Und ich muss sagen, für die damalige Zeit... Ah! Da flog der Unsichtbare! Und ich bin hier nur wieder meine Billardkugel. Jetzt ist er aufgetaucht. Oh, das Vieh schießt Raketen auf mich. Oh, verflixt! Damn! Nein! Aber verflucht zäh. Oh, und ich habe kein Schild mehr. Das gefällt mir jetzt auch nicht.
dann halt. Okay. Ja, ganz toll. Schild ist im Sack. Letztes Leben. Na, fantastisch. Wahrscheinlich bleibe ich am allerletzten Stein, den ich im nächsten Level aufräumen muss, hängen. Und dann ist wieder nichts gewesen mit Tunnelsequenz. Ja gut. Knarz. Es könnte so schön sein mit dem Sound. Oh, kriege ich nochmal eine Chance, das Ding da zu erwischen? Und da ist was drin gewesen jetzt. Oh. Ich hab's im Urin. Ich ahne Schreckliches. Da bleibt wahrscheinlich gleich ein so ein pisseliger Stein über und an dem bleibe ich mit meiner Nase hängen. Bevor ich in diese Tunnelsequenz komme. Ich spüre es. Oder? What the fuck? Nein! Wo bin ich? Und ich habe kein Schild mehr. Na, fantastisch. Ja! Das wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn man hier einfach so direkt in den nächsten Abschnitt käme. Nein, so leicht wird einem das hier nicht gemacht. Oh. So wie es aussieht, öffnet er nur ganz kurz mal seine Schwachstelle. Ja, ich habe ganz lang meine Schwachstelle geöffnet. Hm. Game over. Ja, ich glaube, ich schaff's heute nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, belassen wir es hierbei, aber immerhin darf ich mich hier eintragen. Ja. Vielleicht existiert das Game noch irgendwo auf dem Trödel. Macht jedenfalls irre Spaß. Ich bereue auch heute noch nicht, die 5 D-Mark ausgegeben zu haben. Ja, der Sound wäre schön. Aber das Knistern, ja wie gesagt, das ist auf der CD einfach so drauf. Ich weiß nicht, was die Jungs beim Abmischen gemacht haben. Vielleicht hat es auch deswegen 5 D-Mark gekostet, weil ich hier eine tolle Pressung erwischt habe. Naja, wie dem auch sei. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr hier gesehen habt. Und falls ja, dürft ihr mir gerne einen Daumen hoch da lassen. Und ansonsten würde ich sagen, bis demnächst. Ciao, euer Tomaniac.